Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Horizon. In der heutigen Folge wollen wir auf jeden Fall weitermachen mit unserem freundlichen da drüben. Mal wieder nicht eingefallen. Aber ist ja nichts Neues. Ich habe schon mal den Strom umgestellt. Wir müssen jetzt noch ein paar Gerätschaften bauen. Die schauen wir uns jetzt aber gleich noch an. Ich habe hier jetzt sozusagen den HV hergezogen. Dann haben wir hier den Maserator. Maserator habe ich so eingestellt, wie es davor auch war. Und dann geht es nach unten. Da haben wir unseren Medium Voltage Transformer. Dann haben wir einen Battery Buffer. Dann geht es weiter. Hier 5. Reinpacken und dann haben wir hier hinten noch unseren Basic Compressor. Das heißt jetzt, wir können sagen, unseren Äpfel oder was auch immer nehmen und da reinschmeißen und dann können wir sozusagen die Biomasse nehmen und das auch gleich verarbeiten. So, wir haben ja schon festgestellt, wir brauchen auf jeden Fall eine Zentrifuge. Bevor ich jetzt das wilde Craften anfange, mache ich das wilde Klauen. Das heißt, wir haben eine Zentrifuge. Und Fermenter macht die noch verarbeiten. Müsste eigentlich soweit stehen. Wir sind immer noch am Tüfteln, wie das da am besten geht. Bis jetzt habe ich noch nichts rausgefunden. Kann es euch ja mal zeigen. Wie gesagt, wir haben jetzt sogar mal zwei Items schon mal hingemacht. Jetzt im Moment euch noch nicht zusammen gecraftet habe. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich falsch gemacht habe. Und wie ihr auch seht, ich habe auch oben die Minimap ein bisschen geändert. Oh, jetzt ist mein Zauberstab wieder voll sein. Sehr schön. Ja, ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil wenn hier irgendeiner meint, er muss hier was anzünden, dann wird es hier lustig, war alles aus Holz und so, ne? So, okay. Also wir haben ja. Ich bin ein App. Ja, ist so. Extra nach nämlich gerade die Item-Conduits rausgepackt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. War es sehr intelligent. Wird sogar so sein, dass ich noch ein paar brauchen werde, vermute ich. Okay. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Ich fühle mich ein bisschen leichter. Sehr schön. Wollte ich schon immer. Doppelhase. Juhu. Also die kommen jetzt auch wieder rüber. Toll. Muss ich so aufpassen. Ich glaube, ich könnte aufs Dach hüpfen. Ja, aufs Lagerdach. Puh. Aua, das waren ein paar Herzen. Autsch. So, also, jetzt haben wir auf jeden Fall Plant Mass. Das Plant Mass schmeiße ich mal rein. So. Raus ist auf jeden Fall nicht. Grün ist eigentlich lila. So, dann geht's runter. Aha. Ja, okay. Nein, geht gar nicht. Ist nicht lila. Lila haben wir schon. Ist Cyan. Heißt es jetzt. Wir haben jetzt dann hier die Zentrifuge. Und die Zentrifuge. Insert Cyan.
Und? Und? Apple. Treffen, danke. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt dich eigentlich. Achso. Arbeitet oder? Noch nichts gemacht. Auf jeden Fall ist da nichts mehr drin. Okay. Auf jeden Fall sieht man, dass man da Josef rausbekommt. Das ist ja jetzt das nächste Produkt, was wir jetzt brauchen. Und BioStef wird ja dann da den anderen Bereichen dann noch weiterverarbeitet. Man kann es ja dann irgendwann zum Mulch machen. Das kommt halt im Fertilizer-Bereich. Oder man kann es zu Dirtblöcken machen. Das kommt dann im Blockbereich. Aber wir brauchen eine Brewing Machine, weil das mit Wasser zusammen jetzt zur Biomasse verarbeitet werden muss. So, das heißt aber auch, wir brauchen dann unten irgendwann einen Wasseranschluss. Da habe ich jetzt aber noch nichts da, aber das ist ja kein Problem. Kann er ja dann Mini-Tank besorgen. Dann gehen wir schnell in die Werkstatt. Sonst ist leid für die Biomasse, aber die muss weg. Ah, ich hab meine nächste Projekt abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Dann habe ich noch einen Tank. Bei Zellen haben wir ja auch dabei. Da packen wir jetzt erstmal Wasser rein. Wir das mal irgendwann weit haben. Alien. Eben bevor wir das Wasser dahin gezogen haben. Ja, wir haben ja momentan haben wir ja ein kleines Stromproblem. Also nicht, dass wir produzieren zu wenig. Sind wir gerade dabei, Blue Alloy Kabel wieder herzustellen, aber da ist noch Galena und Silber drin. Ich weiß, wir könnten jetzt vorziehen, aber nein, wir haben gesagt, nach der Reihe abgearbeitet. Natürlich dann nicht schön. So, jetzt, ich habe jetzt dann einen Fermenter. Den Fermenter brauchen wir nicht. Wir brauchen die Brewery. Brewery kommt hier hin. Ob das immer noch klappt. Kommt da auch Insert eigentlich an. Klar, und es wird natürlich Wasser. So, das heißt, ich muss jetzt mal schnell nochmal in die Werkstatt, weil ich habe momentan nur zwei. Ich hoffe, dass ich die jetzt abbauen kann, ohne gleich hier alles zu vernichten.
Gerade Frage, wo habe ich das? Ich habe doch noch welche gehabt. Ach, die habe ich noch da oben drin. Ha, ich hätte es nicht mal abreißen brauchen. Ist egal. Nehmen wir mal einen mit. Ja, das wird jetzt erstmal alles provisorisch hingestellt, weil wie gesagt, da kommen dann irgendwann die richtigen Pipes hin. Mit Tiny Stahl und bla. Und hast du nicht gesehen. Aber das soll jetzt erst einmal überhaupt funktionieren, weil wie gesagt, wir haben ein Riesendefizit an Plastik, weil wir brauchen Batterien wie nochmal was. Und solange das halt nicht geht, ja, geht halt alles andere auch nicht. So, dann hätte ich gesagt, dann machen wir den Tank jetzt erstmal dahin. Machen wir hier weg und hier weg. Und jetzt heißt dahin. Gehst darunter. So, und dann heißt es du, Fluid. Auf grün, jawohl. Dann gehen wir hier auch auf Fluid, sagen aber hier nur Insert und das auch grün. Wasserfla habe ich mitgebracht. Und jetzt läuft das Wasser schon mal rein. Und die Brewery fängt das Arbeiten an. Perfekt. So, jetzt ist halt natürlich das Problem und dafür brauche ich halt dann immer mehr Pipes. Ich müsste jetzt eigentlich diese Pipe nach oben verlegen. Komplett. Habe aber leider nicht so viel. Müssen wir mal schnell. Da. Müssen wir mal schnell schauen. Was brauche ich nochmal alles, um da welche herzustellen? Brand Alloy. Im Mixer Chrom, Endereye und Energetic Alloy. Energetic Alloy ist kein Problem. Da rein. Muss da momentan auch gewaltig aufpassen, weil wenn ich zu viel Stainless Steel mache, dann säufte mir würde das komplette System leer. So, wir haben Energetic, wir haben das. Das heißt, ich brauche jetzt Blaze. Alle. Heißt, wir gehen schnell ins Lager. Maserator haben wir, habe ich hier auch aufgestellt mittlerweile. Hatte Glück. Denn Sebo hatte einen Industriediamanten noch. Habe ich mal geborgt. So. So, bei Brand Alloy. Das geht jetzt in die Erzverarbeitung. Dazu was?
Da muss ich nochmal. Nitro. Bearbeitung. Und fünfundsiebzig Sekunden für einen. So, habe ich genügend? Habe ich noch irgendwas dabei? Steinchen oder sonstige Käse, dass ich schon mal Sachen vorzeichnen könnte? So, und zwar, wir haben jetzt einmal hier die Erzverarbeitung. Müsste denn eigentlich fast an die Wand stellen, damit ich hier noch was hinstellen könnte. Das ist ja ganz lecker, dass ich das jetzt nochmal umbauen muss. Hahaha, toll. Aber ich habe den halt was im Weg drin. Ach, dann hier dann hoch. Hier hochkommen, dann kann ich hier. Dann halt. Nein. Doch, 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 doch. 3000. Fackeln. Die sind auch schon wieder fast alle. So, ich gehe mal weiter nach oben. Ja, dann brauche ich jetzt. Derzeit, wo der nämlich werkelt, können wir hier nämlich eine Maschine bauen. Glaube, HV Energy Hedge habe ich, glaube ich, noch einen hinten liegen. Sonst habe ich gleich nochmal einen Weg vor mir. Heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal Kleinigkeit, nein, erstmal die Kleinigkeit hier. Ah, ich brauche mindestens 8. Denn wir wollen bauen den Multismelter. Auch schon fleißig dabei, alles vorzubereiten. das war, nein, nee, es war nicht AV, das war Multi. Okay. War der Multismelter. Genau, ich brauche noch Heatproof Machine Casings, 12 Stück. Wenn es jetzt ganz blöd läuft, habe ich natürlich nur 8. Weiterlaufen. Wer bald führt. So, ich weiß nämlich, das wäre Nummer 9. Multismelter. Das sind einfach nur drei Öfen. Circuits. Kabel genommen. Oh ja.
Ach, okay. Nein, ich nehme es zurück. Die müssen so gemacht werden. Entschuldigung. Naja, erschgaggern. Dann schauen, ne? Okay, wir haben einen Multisnatter. So, aber wir brauchen jetzt dafür noch ein bisschen Invar. Aber was wir schon mal vorbereitet haben, soweit ich weiß. So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Invar. So, wir brauchen auf jeden Fall schon mal. Da kommt ja immer nur einer raus, ne? Da brauchen wir schon mal. Acht. 12. Haben wir 10. Dann brauchen wir jetzt noch 2, 3, 4, 8. Acht da rein. Ich brauche sogar noch mal einen. Reinhauen. Schon mal. Ich werde bestimmt noch mal kommen. Schon wieder dunkel. Immer ist es dunkel. Glaube nur, dass ich diese 6 Stück, wo ich machen kann, dass das viel zu wenig ist. Dass ich nochmal welche machen muss. Also, dann hätte ich gesagt, dahin. Die Struktur nicht komplettiert ist, das ist mir irgendwie klar. So, dann brauche ich ja jetzt für den Multismelter. Einen Maintenance-Jet, einen Muffler-Hedge. Okay, Energy Hedge, das ist klar. Den haben wir hoffentlich hier in der Küche. Ein HV Energy Hedge. Das Ding ist richtig. So, du gehst nach unten. Facing down. Hier noch irgendwas drin, was mich schon mal beruhigen wird. MV Energy Hedge und Medium Voltage Battery Buffer. Nö und. So, Fermenter packe ich jetzt erstmal hier rein. Und wir schauen jetzt nochmal hier nach, was wir noch brauchen. Also Maintain Hedge ist klar. Input Bus, Output Bus. Also, das heißt jetzt zum Reparieren, der kommt.
Der wird dann auch umgebaut, der kommt dann auch hier hin. Dann hätten wir nämlich frei, dann können wir das nämlich auch komplett in die Ecke stellen, dann haben wir hier einen Dreierweg drin. Also wir haben Input-Bus, Output-Bus. Dann haben wir Maintenance, dann haben wir, brauchen wir noch irgendwas? Maintenance Head kommt. Muffler Hedge kommt auch. Der ist aber oben. Input, Output. Input, Output. Dahin. Haben wir schon mal den Layer komplett. Habe ich den Layer komplett. Mitte ist null. Fehlt mir jetzt nämlich definitiv dann doch noch mal einer. Okay, das war nämlich jetzt der Grund, warum dass ich es auch gemacht habe. Erstmal schauen, ob man uns noch was, wenn der noch fehlen sollte, dass man den auch auf jeden Fall auch baut. Weiß ich noch nicht, hat Sebo mir die auch schon vorbereitet? Input-Bus, Output-Bus, Muffler-Hedge. Maintenance-Hedge. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Lass mal da rein, dann brauchen wir doch Nummer 6. Boah. Mein Knie an der Kante angehauen. Einschmeißen. Reparieren müssen wir das Ding auch noch. Momentan kein Platz. Mist. Gerne anwerfen. Ich will ja sehen, was er kann. Also ich weiß, je besser das die Coils sind, umso mehr macht er. Je mehr besser das die Energie ist, umso schneller ist er. So, wir haben hier den Muffler Hedge. Habe das nach oben gedreht. Und das du gemacht. So, dann haben wir hier den Maintains. Output vorne. Input hinten. So, und wir haben eine fast funktionierende Maschine. Out. Hey doch. Dann kann ich jetzt noch holen Soldering Alloy. Auf das restliche Werkzeug habe ich alles einstecken, sonst wird es witzig. Und ich werde momentan die Output Tanks umstellen nach vorne. Weil ich werde mir nicht reichen.
So, dann kann ich meine Neta Stars gleich mal mitnehmen, aber ich muss mal schauen. Professor, jawohl. Jetzt. Dann heißt es jetzt mal hier gleich ein Metastar-Block. Ah. Hatte. Und sogar die kleine. Weiß ich sie mal in die MV. So, das heißt, ich brauche jetzt noch ein Foldering. Und dann geht's wieder ab in die Werkstatt. Nicht in die Werkstatt, in die Erzverarbeitung. Ach genau. Ha! Wenn wir schon an einem Gebäude vorbeilaufen. Da ist jetzt schon mal der zweite Stock drauf gekommen. Können wir uns dann gleich mal auch noch angucken. Wie gesagt, ich bin auch gerade dabei, ein bisschen Kanten abzuschleifen. Teilweise wird es ein bisschen rund, teilweise wird es ein bisschen anders. So, also ich kann mit dem Wrench reinklicken. Das weiß ich, dass man das braucht. Crowbar braucht man. Dann brauche ich jetzt meine andere. Dann habe ich mein Soldering Alloy. Dann kann ich die nämlich gleich wieder aufheben. Dann brauche ich Soft Mallet. Dann brauche ich Hard Mallet. Brauche eine Feile. Ich bin mir bei der Säge nicht sicher. Hammer. Mal auf die Eiche, ich glaube es zwar nicht. Pfeile. Haben wir da schon mal aufgeräumt? Ja, er schreibt mir, dass die Schrauben noch lose sind. Also hätte ich gesagt, nehmen wir mal mit einem Screwdriver die Schrauben fest. Und et voilà. Fertig. So, jetzt heißt aber noch für mich, ich muss noch. Haha, schön. Ich brauche noch Blue Alloy Kabel. Haha. Also das, was ich absolut gerade nicht habe. Habe hier ein Einfachkabel. Ich brauche jetzt an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 8 Stück bräuchte ich noch. Zweifel nur, dass ich noch 8 da habe. 7. Ein einziges. Oh, Gott sei Dank. Das. Problem wird jetzt halt nur sein, dass ich dass ich jetzt halt da hinten auch noch mal eine HV-Batterie brauche. Dass ich die halt momentan nicht habe. Ja, wir haben ja einen Tank mit Wasser. Den können wir ja eventuell wieder auffüllen. Derzeit laden wir gleich die Batterien.
Und wieder in die Erzverarbeitung. Unterirdisch. Ich darf halt nur jetzt nicht beide Maschinen gleichzeitig laufen lassen. Weil wie gesagt, da habe ich dann nicht bei der. Wir werden es gleich wissen. Macht alles der. Ja, und da sind genügend Batterien drin. Ich habe nichts gesagt. Und ich weiß, ich habe 9 gesagt. Ich habe aber gesagt. So, das heißt, wir hätten den Multismelter auch angeschlossen. Implosion Compressor brauchen wir auch noch. Weil sobald wir den Implosion Compressor haben, können wir anfangen, unsere ersten Sachen zu machen für den Mond. Da wollen wir ja unbedingt hin. So, als erstes gehe ich mal schnell darüber. Bauen wir mal schnell einen Hammer. Aktiviere die Maschine und hängt den Hammer jetzt dahin. Aber ich bin ja, habe gesagt, ich bin gerade fleißig dabei, dass ein bisschen Galena durchgeschmolzen wird. Gehen wir mal hin. Essen mal 4 Stacks Galena rein. Er braucht momentan 6 Sekunden, um auf 8 Stück, 8 Ingots zu machen. Also geht auf jeden Fall wahnsinnig schneller. Und diese Coils. Ich glaube, das steht da auch drauf. Genau, 8 Items ist die erste Coils. Und wie gesagt, und je mehr und je bessere Coils man hat, umso schneller wird, also umso mehr Teile schmelzt er gleichzeitig. Das ist halt genial. So, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, die Erze, jetzt brauche ich nicht mehr vorrennen und die Erze zu schmelzen, sondern ich kann jetzt wirklich dahin gehen, meine Dinger reinnehmen und dann gleich die Erze schmelzen und dann brauche ich sie nur noch nach vorne tragen. Wie gesagt, Zentrallager mit Ingots wird erst wichtig ab dem Zeitpunkt, wenn EME komplett läuft. In jedem Gebäude auch ME-Zugang ist. Ab dem Zeitpunkt werden dann die Lager komplett anders gemanagt. So, und wir sehen hier noch schön brav das drin. Hier wird noch ein bisschen was durchgehauen. Hier kommen die ganze Zeit noch schöne Erze an. Ich habe die Kiste nämlich austauschen müssen, weil sie zu klein war. Weil die war nämlich sowas von voll und wenn sie voll ist, dann können die ja nichts mehr hier reinspucken und sozusagen gleich wieder abtransportiert werden. So, die Kiste ist auf Goldstatus und die ist auch fast voll. Kann man doch sagen, hervorragend. Also da kommt noch ein bisschen was dazu. Das ist Silber. Was das vordere ist, weiß ich gar nicht. Lead sind wir noch bei 490. Das dauert halt, und jedes Lied dauert halt 23 Sekunden, also das wird
noch einige Zeit laufen. Dann schauen wir uns noch schnell, hätte ich gesagt, die... Da bin nämlich auch bitte meine... Ingots mit. Wollen wir ja auch noch machen. Aber wir machen schnell mal einen Rundgang. So, und zwar, wie man sieht, da hat sich nichts geändert. Außer dass Prophet jetzt immer mehr Öl anschafft. Dann haben wir hier jetzt dann sozusagen den zweiten Raum. Der ist dann wie der hier. Wie die Fenster und so weiter gestaltet werden, weiß ich noch nicht. Dann haben wir hier noch einen dritten Raum. Was wir hier auch alle, also da können wir halt dann noch schöne machen. Vierter Raum, fünfter Raum und sechster Raum. Hier außenrum. Sollten mal Türen rein. Jetzt hier weiter und dann haben wir hier unsere großen Räume. Hier haben wir links und rechts. Der Zaun ist auch schon rum. Dann haben wir hier zugemauert. Dasselbe haben wir auch hier gemacht. Haben wir hier nicht gemacht. Also hier wird auch nur zugemauert. Denn dadurch, dass wir das Ding jetzt ja zweistöckig machen, ist es so auf jeden Fall, dass wir ja auch Kabel hochbringen müssen. Ja, und das heißt, dann habe ich hier einen Kabelkanal drin. Wie gesagt, vielleicht mache ich dann auch noch hier irgendwo, dass der Raum irgendwo kleiner wird und kommt auch nochmal Kabel nach oben. Das wird man sehen. Ja, dann hat man hier eine tolle Aussicht. Das heißt, hier werden dann auch Monitore irgendwann aufgestellt, dass man alles sieht, dass man weiß, ah, okay, so viel Öl, so viel das, so viel dieses, so viel jenes. Wie gesagt, es soll ja eigentlich alles raffiniert werden, was man raffinieren kann hier drin. Es wird auf jeden Fall noch dieser Bereich, also die ganzen Bereiche hier kriegen auf jeden Fall noch einen kompletten Update auf dieses Stockwerk. Dann kommt dieses hier, dieser Bereich kriegt noch einen dritten und dieser auf jeden Fall auch, weil hier sollen dann, wie gesagt, die ganzen Raffinerien rein, die großen. Dann haben wir hier nochmal einen Controller-Raum. Und. Mal das, was ich hier gebaut habe. Dann habe ich, genau, dann habe ich hier nämlich die Rundung rein. Nachher, es wird dezent jetzt ein wenig verändert, das Gebäude. Es wäre schon richtig cool, wenn es so eine Möglichkeit geben würde, über vier Blöcke eine Rundung reinzubauen. Dann würde ich es jetzt sozusagen so machen. Aber ich glaube, das geht nicht. Außer mir kann einer das Gegenteil behaupten. So, und hier haben wir es auch schon geändert. Da haben wir hier die Ecken. Habe ich auch schon links und rechts, genauso wie hier. Ending. Die müssen jetzt dann
Assembler. Assembler wird es bestimmt sein. Genau, mit Molten. Aber da brauche ich den großen. Hoffe, dass ich irgendwo hier noch Polyethylen rumschwappen habe. Ich habe gedacht, ich habe irgendwo eine Zelle gesehen, wo ich Polyethylen drin hatte. Bestimmt mal gedacht, ey, das ist bestimmt, was bin ich jetzt doof? Weil man mache ich da Pulli hin? Mal weg. Oder bis zum Ende gedacht. Wird auch weg. Auch 6 Stück. Ja. 6 Stück. Pumpe. Räumen. Brauche ich schnell. Sicher ist sicher. Oh, ich hätte noch 16. Polyethylen die Finger verbrennen. Nein. Ta 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 geht natürlich nicht. Oh Mann. Ich habe noch eine Pumpe. Auf. Import. Warum importierst du nicht? Ah, ich hab da eine Vermutung. Er müsste eigentlich importieren, macht er nicht. Ach Mann, ey. Ja, mach mal. Mach ich jetzt. Dann ist mir egal. Interessiert gerade nur, warum, dass er eigentlich jetzt das nicht einmacht. Und ich bin nicht blind, ich bin das andere Wort mit Bill. Fehler findet, darf ihn behalten.
Da ist jetzt noch Molten Copper drin. Aus. Vielen Dank. Ja, wenn man sich die ganze Zeit an die falsche Maschine stellt, dann kann es nicht gehen. Glaube nicht, dass es reicht, dass ich es nach oben bringe. Weil wie gesagt, alleine bräuchte ich ja schon oben drei und das ist ja auch noch auf einer anderen Seite. Gesagt, das ist ja auch kein Ding. Wir müssen mal provisorisch sozusagen umstellen. Glauben, dass die reichen. Eins, zwei. Ja. Glaube, es hat gereicht. So, dann haben wir jetzt dann hier sozusagen das die Biomasse, die wo rauskommt. Das heißt, wir haben jetzt hier In and Out. Input haben wir in grün. Haben wir Output in Braun? Braun haben wir ja noch nicht. Wer denn auch? So, und dann heißt es hier Insert und bitte Braun. Also, das heißt, ist auf blau. Auf purple. Wasser wieder runterbringen. Ich hab ver... Nein. Insert bitte in braun. Aber nein, wir lassen jetzt noch grün. Und so kriegen wir die Zelle wieder voll. Jetzt heißt aber bitte bauen. Du heißt aus.
schmeißen. Er räumt ihn aber gerade nicht leer. Nochmal Daniel Brown. Den böse Maschinen jetzt rum. Da darf man nicht Fackeln geizen. Hier stehen auch Maschinen rum. Hier sollte man auch nicht mit Monstern geizen. Anti-Monster-Guide. Guides. Nicht Guide. So, ich möchte eigentlich sollst eigentlich Braun hier reinfüllen. General Brown. Charlie Brown, sondern General Brown. Und Insert. Das an. Back Channel. Redstone Mode. Das ist richtig. Heißt jetzt in out, ja, weil in insert ist führen, ein insert ist grün, weil das ist Wasser, und braun ist, warum ziehst du das jetzt nicht raus? Oder kannst du diese Flüssigkeit etwa nicht bewegen? Na, das wäre der Hammer. Wäre ganz übel. Ich muss mal schnell schauen, vielleicht. Trick, so ja. Trick brauche ich noch. Jetzt einfach mal hin und sage jetzt zu dem. So, dann heißt es jetzt bitte Braun out. Hat mir schon wieder das Wasser da rein. Grrr. Hat wieder rein. Also Wasser funktioniert einwandfrei, alles andere nicht. Da.
Hello. Ah, okay. Machen wir es halt so. Da kriege ich es irgendwann auch hin, dass es von da raus zieht. Warum auch immer es gerade nicht ging. Aber so geht's. Okay, das heißt jetzt, wir haben eine Möglichkeit, unsere Blend, also unsere Sachen reinzuschmeißen. Plantbolz reinzuschmeißen. Plant Mess und Beer Chef reinzuschmeißen. Raus und tun rein. Laufen. Weil ich habe gesehen, wie ein Außen ist da schon mehr drin als 1.500. Ja, 3.000. Wie gesagt, wenn noch mehr dazu kommt, was Biomasse ist, ja, wird es auch noch dazu kommen. Ich bin noch beim Überlegen, ob ich dann auch gleich hier die Forestry-Sachen mit einbaue. Außer ein Honig, der kommt zu den Bienen mit rüber. Also, da kann ich lang warten, bis da was rauskommt. Fünfzig, 4.500, das geht ja wahnsinnig schnell. 1.250, 6.000. Perfekt. Das heißt also, ich habe jetzt hier auf jeden Fall die Möglichkeit. Jetzt kann ich auch meine Zellen nehmen. Biomass, Zellen. Habe es noch nicht hinten. Habe die in der Werkstatt momentan drin, aber das wird auch noch in die Chemie weiter laufen. Aber solange es da hinten nicht jetzt stört, bleibt erstmal da. Wie gesagt, mir wird noch irgendwas Größeres. Heißt, ich habe jetzt hier meine Sachen. Dann kommt jetzt dann hier eigentlich die Biomasse rein. Biomasse. Ah, genau. So. Das Ethanol, was hier ist, geht jetzt erstmal weg. Diluted Sulfuric Acid. Hab da hinten noch einen leeren Tank gesehen, ne? Heraus.
Denn was ich da drin hatte, muss ich wieder zurückfüllen. Das heißt, ich brauche jetzt schnell eine Pumpe noch. Jetzt bestimmt keine rumliegen haben. Das wird jetzt. Oh. Oh, ist mir lieber als M. Da der Tank drauf. Mit Biomasse, ja. Ich hab doch auf. Oder habe ich jetzt einfach nur. Hab, glaube ich, nur, ne? Fort. Biomassezellen. Das muss in den Fermenter. Ja, und ich habe da natürlich einen Advanced Chemical Reactor hingestellt. Da den Fermenter. Den Fermenter habe ich ja noch im Inventar. Zettler. Jetzt da noch bitte schnell die Pumpe. Auch rein. Output. Vermendete Biomasse. Hillary. Und wird verarbeitet. Perfekt. Genauso wie es soll. Heißt, wir haben jetzt hier auch noch die Plastik auch noch komplett aufgebaut. Gut, gut, gut. Und Leute, habt noch mal was für eure Zeit bekommen. Gleich drei Sachen. Multismelter. Biomasseanlage drüben in unserem Gartencenter und den Plastik im Haupthaus auf den neuesten Stand gebracht. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir noch in die Kommentare. Wenn die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ciao, ciao.